ist aber Ruhe. Es geht gleich los. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Wir müssen darüber sprechen, wie wir den sozialen Ausgleich in unserem Land stärken, auch finanziell. So sprach's die Katrin Göring-Eckert von den Grünen. Und weiter. Wir haben in Deutschland 40 Millionen Haushalte, darunter etwa 4.300, die zu den Superreichen gehören. Diese 0,01% der Bevölkerung sollten gerade in Zeiten der Krise ihren Beitrag für das Land leisten. Denkbar sei eine Vermögensabgabe oder eine reformierte Vermögenssteuer. Dasselbe verlangt übrigens auch die SPD. Na, die haben auch noch die Erbschaften im Blick. Natürlich nur von den Superreichen. Als offiziellen Verwendungszweck benennt die Frau Göring die Finanzierung des Klimageldes, das dem sogenannten Normalverbraucher als Ausgleich für die gestiegenen Heiz- und Energiekosten gezahlt werden soll. So sollen also 4.300 Haushalte die Mehrkosten für die Energie für den Rest der deutschen Bevölkerung durch höhere Abgaben bezahlen. Ach je, die arme Superreiche, jetzt geht's ihnen an der Krake. Oder sie verlassen halt einfach das Land mitsamt ihren Firmen und den dazugehörigen Arbeitsplätzen. Mich wundert das sowieso, dass die noch hier sind, denn als Superreicher könnte ich mir wirklich bessere Orte vorstellen. Zahlen die ja eh schon einen Großteil des Steueraufkommens in Deutschland und ein großer Teil dieser kleinen Gruppe steht für einen sehr großen Teil der Arbeitsplätze in Deutschland. Aber so weit denken diese Spatzenhirne natürlich nicht. Es ist das typische linke Lied. Wenn man wieder mal mit Geld nicht umgehen kann, lasst uns XYZ was wegnehmen, weil es dem besser geht als euch, dem normalen, also armen Volk. Das ist halt das Problem mit dem Sozialismus, dass irgendwann das Geld anderer Leute ausgeht. So ist man auf der Suche nach neuen Geldquellen, schürt den Neid und wiegelt die Armen gegen die Reichen auf. Aber so ist es halt, gell? Sozialistische Politik ist halt der Weg, über die Bevormundung anderer an das Geld der anderen zu kommen und es mit einem gewissen Mehrwert für die eigene Tasche an seine Klientel zu verteilen. Und natürlich ins Ausland. Denn wie schon der große grüne Führer Joschka Fischer verkündete, Zitat, Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und begabter als der Rest Europas und der Welt sind. Das wird immer wieder zu Ungleichgewichten führen, dem kann aber gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie möglich aus Deutschland herausgeleitet wird. Es ist vollkommen egal wofür, es kann auch radikal verwendet werden. Hauptsache die Deutschen haben es nicht. Zitat Ende. Naja, und auf dem Weg sind wir. 120 Millionen für Pakistan, für erneuerbare Energien, 315 Millionen für Radwege und Busse in Peru, 94 Millionen für Sambia, für Reformen der Klimapolitik, 170 Millionen für Senegal, für eine sozial gerechte Energiewende und 550 Millionen für eine Biotech-Fabrik in Afrika. Dazu kommen Milliarden an Entwicklungshilfe für Indien, China und eigentlich jeden, der Geld braucht. Ach ja, und dann haben wir ja noch den Krieg und den Wiederaufbau in der Ukraine. Und die EU, die müssen wir ja auch noch alle bezahlen. Dann brauchen wir noch dringend Geld für den neuen Palast vom Herrn Scholz in Berlin und den kleinen Palast für die Frau Baerbock in Brüssel. Und die ganzen Migranten brauchen ja auch Geld zum Leben. Kein Wunder, dass der Regierung langsam die Kohle ausgeht für die so wichtige Energiewende. Die Belange des Volkes kann man so ruhig außer Acht lassen. Sind doch deren Forderungen meist trivial und nur ein bisschen existenziell. Wie schwer kann die Not des Deutschen schon wiegen im Vergleich zur Erkenntnis der linksgrünen Mischpoke, gescheitert zu sein? Da hinterlässt man lieber die verbrannte Erde. Nichts von Deutschland soll übrig bleiben. Nach der Zerstörung der Energieversorgung und der Schlüsselindustrien folgt der Mittelstand und zum Schluss die Handwerksbetriebe und Einzelselbstständigen. Was bleibt, ist eine Flüchtlingsindustrie kombiniert mit einer nicht überlebensfähigen, subventionierten, grünen Wirtschaft aus Wolfenkuckucksheim. Kein Hahn wird mehr nach uns krähen, im Gegenteil,
Man wird uns dafür die Schuld geben. Niemand wird behaupten, Deutschland hat sich aufgegeben, um den Weltenbrand zu stoppen. Sondern man wird uns dafür verantwortlich machen, dass wir es zuließen, dass Verrückte den Wirtschaftsmotor Europas zerstörten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.